Es ist schon. Einige Gegnerplätze sind schon hart. Mies. Was man ja aus Dark Souls 1 so ein bisschen gewohnt ist. Da geht's bestimmt gut, oder? Den geht's jetzt. Den geht's ja noch besser. Okay. Schön ist, dass wir halt hier, ne, alles wieder erkunden können. Oder erkunden dürfen. So. Ich hab's umgebracht. War hier hinten noch einer? Hier rechts? Oh ja, Tatsache. Belastend. Weiß nur noch nicht, was mehr belastend ist. Das hier gerade oder das andere? Pepeau, die schießen alle. Pepeau. Ripp meine Seelen. Naja, was soll's. Wir würden es eh in Intelligenz reinstecken, also von daher macht es keinen Unterschied. Aua. Ich muss sagen, dadurch, dass jetzt halt das Eis fehlt, ist es definitiv anspruchsvoller. Das definitiv. Warum hast du einen Eisflocher reinstecken? Du hattest doch die Lampe. Hä? Egal. Na komm. Könnt ihr mal sehen, ne? Das passt ja wetterlich, passt das ja bestimmt. Kann ich zwar jetzt schlecht beurteilen, weil während ich das hier gerade streame, ist es noch Februar, aber. Steckt auch immer gerne den Kopf in die Wand. Positiv ist, ne, wir haben haufenweise Eisflorets, die wir verkaufen können. Und je öfter wir sterben, desto mehr Freiraum haben wir. Irgendwann. Meine Güte, ey, ich bin so doof, Hunde zu töten. Ich glaube, da drüben liegt sogar noch was. Das habe ich vergessen einzusacken. Nice. Über mir geht gerade wieder Party. Wie macht man das jetzt hier am dümmsten, ohne hier alle gleich zu triggern? Okay, ich habe jetzt den da hinten getriggert. Triggert man den einen, kommen alle. Da bin ich reingerannt. Ja gut, einmal haben wir den jetzt getötet wieder. Es wird weniger. Nice. Moment kurz.
Wunderschön. Ja, die Bosswaffe vom Totenwache, von der Totenwache. Nice. Ha, trotzdem anstrengend hier jetzt. Nicht so leicht hier. Aber wir kommen voran, wir kommen voran. Bestimmt, irgendwann kommen wir da durch. Und dann sind wir glücklich. Und happy. Also weg mit ihr schon mal. Aua. Wow. Jetzt war daneben. Backstabben. Warum lebst du? Warum hältst du auf einmal so viel aus? Ich bekomme hier auch einiges gelbes. Einiges ans Gelbe, von gelbes Kraut. Ich hab mich gerade vor meinen eigenen Schatten erschrocken. Das ist schon wieder so weit. So. Sind wieder hier. Mensch, waren ja lange nicht mehr hier. Dieser Sperrtypis-Stübis geht mir schon auf den Keks hier. Einer weniger. Okay. Merken. Die dahinter zu locken ist eigentlich eine relativ gute Strategie. Gut. Okay. Mal ganz kurz Ausdauer. Warum kommst du auf einmal hier rein? Aus dem Schwein der Ecke eingesperrt, ich konnte nicht mehr dodgen. Ah. Das ist gerade von 1 bis 10. Es ist gerade eisig, nervig. Damn. Nee, warte, ich kann nicht. Das Ding ist, ich kann ja nicht mal. Ich erinnere mich gerade wieder an diese eine Kiste, die da oben. Da war ja noch eine Kiste irgendwo versteckt. Oder drei Kisten. Haben wir ja da noch. Oh. Da platzierten auch drei Kisten, so scheiße. Ja, komm her. Mal aufhören zu zaubern die ganze Zeit. Meine Güte, ey. Wir wissen jetzt wenigstens, wie wir da die Ebene handhaben müssen. Immerhin. Das wird jetzt so. Das wird's. Jetzt wird's. Das wird der Versuch. Kann mal eine bitte erklären, wie ein Eiszapfen durch die Wand gehen kann? Würde ich gerne das bitte als physikalisches Dokument mir schicken. Dankeschön. Ich glaube, dieses Spiel geht so ein bisschen auf die Problematik auf ein, so wenn so Schnee schmilzt, wie nervig das doch ist. Wisst ihr? Weil wenn Eis da ist, ne, cool, das macht Spaß, sieht nice aus. Ist das Eis nicht mehr da, ist es scheiße, man fühlt sich einfach nur genervt. Da
glaube, die Devs sind hier an was ganz Dicken dran gewesen, ne? Oder ich interpretiere einfach zu sehr rein. Das kann natürlich auch sein. Aua. Hallo, komm her, komm her. Sehr schön. Ein Problem weniger. Au. What the? Ich sag ja. Verstehe nicht, wie Eiszapfen durch die Wand durchfliegen können. Verstehe ich nicht. Ich glaube, das werde ich auch nie verstehen. Hier liegt sogar was. Aber Todpulver. Cool. Ich glaube, das werde ich auch nie verstehen. Wo kommst du jetzt schon wieder her? Meine Güte, ey. Und seit wann steht da so ein Haus? Hier geht so einiges schief. Au. Jetzt klappt schon irgendwie. Warum steht da ein Haus? Fragen über Fragen. Weit entfernt. Junge Dame, sehr weit entfernt. Das ist ein Aufzug. Oh? Will ich wissen, wo er mich hinbringt? Hallo, was seid ihr denn? Klosteramulett. Ich wollte Klosteromelett sagen. Komische Ebene hier. Oh. Die erinnern mich an die Skeletträder. Oh nee. Das ist wahrscheinlich auch der Sinn dahinter. Große Ebene. Macht mir Angst. Ich sage euch, eine große Ebene sollte euch immer Angst machen. Das ist immer so. Oh, hallo! Damit habe ich nicht gerechnet, dass du schon hier bist. Einmal das. Aua.
Einmal das. Oh. Gott. What the fuck ist da jetzt gerade passiert? Hier ist Kraut. Hier ist ein... Da ist jemand gestorben. Ich wollte gerade sagen, hier ist ein Toter. Oder... auch. Fuck. Ja, der Tote bin ich. Nein, so wird er wieder kein Ohr. Wir haben gehört, wie lang das ist. Ah, aua. Moment, ganz kurz. So. Erstmal hier Chaos stiften. Positiv ist, wir haben unser Estus wieder. Negativ ist, wir sind fucking weit weg gestorben. Der ist schon gerade hier die Treppe runtergejumpt, ne? Muss man mal sagen. Oh Gott. Die Pepsi hatte zu viel Kohlensäure. What the fuck, Character? Ich verstehe ja so vieles, ne? Aber das hab... ich visier doch extra den Gegner an, warum schlägst du... Erstmal gegen die Wand. Mein Typ hat eindeutig was gegen Wände. Oh Mann, ey. So, wir sind wieder an unserer Lieblingsstelle. Weiter, weil ich möchte ungern sterben, weil wir hatten 30.000 Seelen. Das ist ein bisschen viel. Fast schon wieder ein Level. Würdet ihr euch bitte auch mal hier bewegen? Dankeschön. Jawohl. So. Oh, nice. Ausdauer. Ausdauer. Ist immer so eine Sache. Hey, bleib stehen. Hallo. What the fuck macht ihr hier?